Die Qualität des Finanzplatzes Deutschland ist einmal mehr in Frage gestellt. Wir erleben Turbulenzen im Bereich des Direct Brokertums der Kleinanleger und der Leerverkäufe. Wir haben in gewissen Plattformen bzw. Börsen eine Verdreifachung, eine Vervierfachung von Kaufpreisen innerhalb von 24 oder 48 Stunden gesehen. Dadurch ist durch gewisse Plattformen der Handel ausgesetzt worden, zum Nachteil der Kleinanleger, die eben nicht mehr kaufen, sondern nur noch verkaufen können. Davon wiederum profitieren eher Großanleger, die mit Leerverkäufen genau darauf spekulierten, dass die Preise eben fallen, anstatt zu steigen. Inmitten dieser Problematik erscheint auch erneut die Frage des Insiderhandels und wir müssen uns fragen, ob nicht nur im Fall Wirecard die Rolle der BaFin eine unselige war, beziehungsweise persönliche Verstrickung, Stichwort nochmal Insiderhandel, eine Rolle spielte, sondern auch in neuen Fällen davon auszugehen ist. Wir sehen deshalb eine Sondersitzung des Verwaltungsrats der BaFin mit Ungeduld entgegen, wobei die Vorwürfe lange bekannt sind und die Behördenspitze, die formale Behördenspitze ja auch nicht völlig unabhängig agiert von dem politischen Führungsstab, der da heißt Bundesfinanzministerium, der da heißt Finanzminister Scholz und Staatsminister Cookies. Wenn die Standards in der Mitarbeiterführung der BaFin unterhalb derer von vergleichbaren europäischen Behörden sind. Das heißt, keine ausreichende Reglementierung. Es muss kein Verbot sein von Wertpapierhandel durch Mitarbeiter, aber eine entsprechende Reglementierung und Aufsicht muss gewährleistet sein. Wenn das der Fall ist, ist dieses natürlich unverzüglich nachzuholen. Nichtsdestotrotz reicht die Verantwortung weiter als in die formale Spitze und die Neuigkeit ist nun auch nicht gewesen, dass der Herr Hufeld selbst gehandelt hat, sondern es geht nach wie vor um Mitarbeiter, um Fälle, die bekannt sind oder einen prominenten Fall, der heruntergespielt wurde, der die Spitze des Eisbergs sein kann, aber unabhängig davon den Handlungsbedarf aufzeigt, die Börsenaufsicht in Deutschland zu professionalisieren und eben nicht nur die großen Anbieter dabei und die großen Fälle dabei im Auge zu haben, sondern auch diese aktuellen Fälle, wie sie mit den Namen Trade Republic und GameStop etc. verbunden sind. Auch in den USA existiert diese Problematik. Deswegen hat dort die Börsenaufsicht schon eingegriffen und da sollte die deutsche Seite nicht zurückstehen.